Und da sind wir wieder im Winterwunderland und versuchen immer noch Dachziegel zu produzieren und unsere erste Ernte einzufahren. Und ich befürchte, da holt mich einfach der Early Access ein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir gucken mal, was wir hier so regeln können. Also hier steht ja, Plowing war fast fertig. Aha. Oder beziehungsweise so und nein. So. Können wir das eher so machen? Ja. Dass wir hier drei Familien haben, die hier rumpflanzen. Dezember. Wir begrüßen Sie in der E1 nach Aachen Hauptbahnhof. Nächster Halt, Düsseldorf-Bellenrad. Also was er schon mal macht, ist, er lädt jetzt immerhin die Grafik. Das ist schon mal gut. Immerhin. Ja, nicht die komplette Bauanimation, aber immerhin. Wir müssen für mehr Nahrung und für mehr. Ja. So, ich habe drei Familien übrig und es wird nicht gebaut. Warum nicht? Achso, jetzt wird gebaut. Dö. Okay. Aus irgendwelchen Gründen habe ich jetzt auch schon gleich wieder. Na, gucken wir mal. Ich meine, immerhin. Oh, jetzt wird auch mehr Clay hingebracht. Jetzt! Ah, es funktioniert. Es war wirklich. Tja, Ladefehler, was soll man dazu sagen? Und ich bin noch einen früheren Zeitpunkt zurück, wie ich gerade sehe. Was? Ah. Ah, ich weiß, was er für ein Problem hatte. Okay, alles klar. Ich habe mich schon gefreut. Okay. So langsam kommen wir dem. So langsam wird's klar. Okay. Running out of food, na, das wird ja super. Sind aber immerhin schon im Februar. Nö, und dann gucken wir doch mal. Vielleicht. Okay, vielleicht lag das ganze Problem tatsächlich nur an einer Stelle. Und jetzt gibt es eine bessere Kirche. Puh. Haben wir fünf Familien, die hier bauen. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht. Die Windmühle nehmen wir noch raus. Kann ja erstmal alles fertig gebaut werden. Das wäre doch erstmal ganz gut. Ja.
Zum Beispiel die Kirche. Okay. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein weiteres Farmhaus hier. Es sind immer noch so viele Familien frei und trotz allem schaffen wir es nicht. Okay, Planks haben wir jetzt genug. Ich glaube, ich weiß langsam, was das Problem war. Na gut. Hätten wir uns ein bisschen viel Zeit ersparen können, aber hey. Manchmal ist das halt so. Das ist ein bisschen weird, dass da so Streifen drin sind oder nicht. Mit Grafikfehler. Was soll man sagen? Und hier. Okay, Growth. Aha. Ich kann auch mehr Leute in der Kirche arbeiten lassen, das ist ja auch witzig. Na denn? So, kann man eigentlich, habe ich jetzt eigentlich mal langsam die Chance, hier eins abzugraden? Ah ja. Okay, ich brauche also noch, um ein Upgrade zu machen, das können wir jetzt ja mal langsam angehen, brauche ich. Ach. Achso, Alter Function, okay, das habe ich dann doch richtig gesehen. Okay, also ich muss Barley produzieren und daraus Malt. Ja. Und wie machen wir jetzt Bier am Ende? Also. Ach da. Das ist ja nur. Ach so. Ja. Die Frage, wie kriegen wir Ale? Okay, also. Wir hätten hier die Möglichkeit, auf jeden Fall Malz zu produzieren. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Da müssten wir nur sehen.
Hier oben würde ich auch gerne hin. Das wäre doch gar nicht so schlecht als nächstes Gebiet, aber. Ach ja. So, also. Müssen wir vielleicht kurz Pause drücken. Also wir sollten uns jetzt, bevor wir uns mit Bier beschäftigen, was auf jeden Fall eine gute Sache wäre, sollten wir uns vielleicht nochmal mit einem zweiten Wodka da beschäftigen. Oder haben wir schon einen, ne? Ja. Jetzt wäre die Frage. Wie stellen wir Bier her? Wir brauchen dafür Reichtum. Okay. Das verstehe ich. So. Also ich brauche vor allem. Okay, also wir müssen jetzt mal gucken, was sind. Ja. Das ist natürlich blöd, hier steht das irgendwie nicht so richtig drin. Oder man fährt halt nicht. Amenities. Tja, na gut, okay. Also. Stimmt, das hat man schon, ne? Erstmal müssen wir jetzt gucken, dass wir das hier hinkriegen. Dann ist der Rest. So, und ich glaube, wir brauchen noch einen dritten. Ja, ich habe, glaube ich, genug Rooftiles. Ne? So. Na, brauchen wir eigentlich nicht. So, kann alles so bleiben, wie es jetzt ist. Oder haben wir einen, lassen wir noch drin. Kann dann erstmal alles aufbrauchen. Genau, und dann können wir hier vielleicht ein bisschen mehr Rücklagen bilden. Nahrung geht noch, aber Brennmaterial ist hier so das Nadelöhr. Okay, und dann sagen wir an der Stelle, danke, dass ihr mir das hier zugesehen habt. Wir sehen uns im Spiel.
auf der Endkarte und im Zug zwischen Dortmund und Köln. Informiert euch über die Links in der Beschreibung über neoliberale und rechtsradikale Machenschaften und dann viel Spaß beim selber errichten eurer eigenen mittelalterlichen Idylle in Männerlords. Wünscht euch euer Aha.